Bewegung. Wird meine Kraft letztlich doch nicht reich? Nicht. Dank deiner Hilfe haben wir eine Chance. Okay. Oh, Rishu. Die wahrscheinlich niedlichste ihrer Spezies. Ich weiß gerade nicht mehr den Namen auswendig. Ist halt wirklich schwierig, weil Gorone sind ja diese... Shit. Da ist Mifa natürlich in keine gute Wahl gegen solche Gegner. Aua. Donnerfluch, ey. Der ist echt... krasser Gegner. Muss man ihn lassen. Ja, der ist wirklich schnell. Aber sowas von... Ich muss auf jeden Fall schneller sein als er. So. Schon mal der erste schwere Angriff. Jetzt reicht's. Und zack. Come on. Was hat er jetzt gemacht? Hat er rumgepackt oder warum ist er so... Komm, hat er sich so komisch rumbewegt oder was? Hat sich geklont! Shit! Oh nee. Und vor allem, die lassen auch nicht so schnell nach. Shit. Wie soll ich mich mit mehreren von denen auseinandersetzen? Schnell. Die eine Kopie ist erledigt. Oh ja, sehr schön. Nice one. Oh Mann. Nächster Ersatz mit X war wohl nix. Oh, 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 oh. Fluss aufpassen. Oh nein, 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 nein. Schnell. Noch rechtzeitig. So, war's das jetzt? Ich glaube, wir haben ihn jetzt erledigt. Yes! Down! Natürlich. Puh. Aber es ist noch nicht vorbei. Luftstrom. Dadurch könnte ich zum
anderen Titanen. Und jetzt können wir Rishu steuern. Yeah! Alter, die geht ja richtig gut ab mit ihren... mit ihrer Wüstenrobbe. Ja, rauf zum Ziel, würde ich mal sagen. Also, in die andere Richtung. Hinox, wo? Zwei von denen? Ach du Shit. Krasse Kacke, wie geht die denn da ab? So, wo lange jetzt? Ja, falsch rum war ich mal wieder. Alter Schwede. Boah, da sind wir besonders schon unterwegs. Den Turbo richtig einschalten und dabei alles aus dem Weg räumen, was dann über den aus dem Quere kommt. Haben die mich wieder eiskalt erwischt, diese verdammten Octoroks. Jetzt mal Schluss. Aua. Dämliche Octoroks. Der nächste Feuer Pyromagos. Lass gut sein. Die geht ganz schön ab mit der Angriff. Ja, das hat sie gut geschafft. Runter! Kann ich schon... Ah, verdammt! So ein bisschen... Wahrscheinlich ein bisschen zu viel Zeit mit dem. So, jetzt war... Zack! Ja, kleiner Boho, die gute Rishu. Muss man ihr lassen. Schade, dass sie nicht diese Kampffertigkeiten auch noch in Breath of the Wild gezeigt hat. Oh, da ist er. Der ist die Hinox. Da muss ich mit... Der macht sich in der Zwischenzeit... setzt sich in der Zwischenzeit mit... Oh, mit... Bonnie-Hauptmännern. So, Blitz und Donnerschlag. Setzt sich mit Bonnie-Hauptmännern auseinander. Ganz gut in Schach gehalten und jetzt sind wir dran. Oh shit. Bombe. Ja, hat nicht ganz geklappt, aber in die Luft, da ist auch gut, weil da kann ich ihn am Kopf treffen und dadurch auch seine Ausdauer ganz schön runtersenken. Zack. Oh shit, was jetzt? Boah, gut ausgewichen. Hey, wie das Ausweichen gut klappt. Oh wie. Hat es doch geschafft, mich zu erwischen. Come on. Ich kann kaum was sehen mit dieser Kamerafahrt. Ach, es fehlt noch so wenig.
Lass gut sein, du Arsch. So, der ist schon mal down. So viel mal zu den Hinox, aber es fehlt noch einer. So. Die Heilung war vonnöten. Zeit, den Turbo einzuschalten. Einfach nur episch gemacht, ja. What? Verdammte Octorox. Moment, da ist doch eine Truhe versteckt, oder? Habt ihr was gesehen? Nee, hab ich mich getäuscht. So, hier, nach oben. So, frier sie ein. Wie krass, ey. So wird dabei auch noch Unterstützung. Das ist Wahnsinn, die geht echt ab. Aber allerdings kann auch die Übersicht ein bisschen flöten gehen mit dieser Attackenvielfalt, die sie abgeht hier. Was? Oh, hier lang, sorry. Da ist der zweite Hinox. Oh, den hat man schon ordentlich Schaden zugefügt. Das gefällt mir. Schön zu sehen, dass er schon ordentlich gedamaged worden ist. Bombe? Sehr schön. Na komm schon, du Spacko. Sehr schön. Immer feste drauf. Hehe. So, es wird nicht mehr viel. Zeigen wir es ihm. Ja, ich komme gleich, Rivali. Ja. Ich dachte jetzt sicher, dass sein Name falsch ausgedrückt. Ich weiß, ich bin schon dran, den zweiten Hinox zu erledigen. Au! Oder er mich vorher erledigt. Nice. Oh, das hat den Haufen Damage zugefügt. Nice. Sei gegrüßt. So. Okay, und wie jetzt? Geht's weiter? Oh. Schnell die Festung erobern, um voranzukommen. Yes! So, wo ist der Anführer? Da ist der Anführer. Hä? Sehr schön. Das ist Wahnsinns. Dass ich mit diesem Blitzangriff abgehen kann. So. Sehr schön. So, erobert und es kann weitergehen. Ein weiterer Eisbüro, Markus. Komm her, du!
Jetzt zeige ich's. Lass es gut sein. Ach komm! Jetzt war. So, wir sind dann gleich da. Ein weißer Leune. Oh shit. Oh Mann. Auch das noch. Den gilt es auch noch zu erledigen. Dann aber schnell. Turbo einlegen. Ja, leider Gottes zu spät. Wo sind die anderen? Ah, die befinden sich am selben Ort. Sehr schön. Sind alle schon unterwegs. Okay. Komm her, du blöde Leune. Dir zeig ich's. So, Blitz und Donnerschlag hier. Sehr schön. Das ist einfach nur episch. Oh shit. Vielleicht sollte ich damit auch noch nachhelfen. So. Bam. Ich muss mich beeilen, ey. Rivale schafft das nicht mehr lang. Hat man kaum Zeit zum Reagieren bei dem. Oje. Schon wieder. Ah, ist ja schön wieder geheilt. Komm her. Was? Komm wieder zu spät, ey. Oh ja. Jetzt reicht's aber. Ich muss halt mit Link hier beenden. Ja, brüll nur dämlich rum. Das wird dir nichts bringen. Müssen schnell erledigen. Okay, Mifa. Bist du in der Reihe? Weißt du, wie viel Feuer in dir noch steckt? Oh Mann. Come on, der muss schnell besiegt werden. Sehr schön. Und das wär's. Jetzt schnell rein. Titanen. So, schön. Die Heilung passt perfekt. Soll ich mit Link reingehen? Nee. So, jetzt schnell rein zum Titanen. Bleib jetzt nicht hängen irgendwo. Na los. Großer Revali, er gehört euch.
nicht. Tja, und doch scheint sich der Wind zu unseren Gunsten gedreht zu haben. Na sowas. Okay, los geht's. Ja. Das fängt ja gut an. Oh shit. Wie weit reicht denn sein Angriff hier? Oh man. Shit. Das könnte durchaus eine Challenge werden. Ob ich auch jetzt auf Heilung setzen müsste. Das sollte ich auch, glaube ich. So, soll doch wirklich öfters mal auf die Zauberstäbe setzen. Okay, come on. Es wird Zeit, dass wir den letzten Fluch hier besiegen. Vom Titanen. Wo ist er? Die Kamera sollte wirklich auf immer fokussiert bleiben. Oh shit. Erstmal mit etwas Elektrizität ist er Spielzeug wird. So, der erste schwere Angriff schon mal. Nicht schlecht. Für immer feste Druf. Ach, come on. Ist das alles? Ah, shit. Passt das so? Ja. Okay, muss mich ein bisschen konzentrieren. Vergebt mir also, wenn ich da nicht kommentiere dabei. Ja, okay, jetzt aber geht er schon ab mit seinen Laserattacken. Muss man ihn lassen. Dann kommst du nicht, Freundchen. Lässt mal gut sein hier. Aufpassen. Oh shit. Hat er mich noch erwischt? Anscheinend nicht. Rivali. So. Immer feste Truff. Schnell. Doch, come on. Echt heftig. Okay. Jetzt setzt er mich seinen Viererangriff mit dem Laser. So, jetzt aber. Wir haben die Hälfte runtergesetzt. Und einen Subangriff haben wir auch. Jederzeit bereit. Was jetzt? Okay. Fährst du drauf? Die Kamera ist ein bisschen blöd gesetzt, muss ich sagen. Nein, nicht Bombe war angesagt. Shit. Jetzt zu spät gemerkt. Aber ich konnte ausweichen. Sehr schön. Das zählt auch. Das macht es wiederum wieder gut. Shit, ey. Ah.
Oh man, jetzt kommt wieder so ein Laserangriff. Das ist so ein ultimativer Laserangriff hier. Ah, sehr schön. Puh, echt spannend hier gerade. Das hat sich wirklich in eine coole Richtung entwickelt, muss ich sagen. Mir gefällt's. Okay, sehr schön ausgewichen. Diesmal nicht. Sehr schön. Wir haben ihn bald. Und dann kommt auch noch das hinzu. So, ich habe noch genug Heilungsmöglichkeiten. Und es sieht bislang nicht schlecht aus. Er gibt mir oft Möglichkeiten, seine Ausdauer niederzusenken. Wirklich, dieser Angriff ist einfach nur das Epischste, was ich jemals erleben durfte. Ich hoffe, eine Rivale wird mir jetzt gerade nicht down gehen, jetzt wo es so schön aussieht. Ah, shit. Oh, jetzt greift wieder öfters an. Wie ich so eine HP-Leiste sehe, die macht mir Angst. Diesmal. Jawohl. Was jetzt? Das ist er. Oh, er ist erledigt. Der ist einfach geflohen! What the hell? Okay, das kam jetzt unerwartet. Der verpieselt sich einfach. Schnurstracks. Das habe ich nicht erwartet. Der verpisst sich einfach. Mahlzeit. Gerudo, das war alles. Gerudo. Ja, den spätesten Namen habe ich jetzt endlich mal. Hoffentlich jetzt mir meinen Kopf eingebrannt. Gerudo. Goronen. Die. Na, sag schon. Wie heißt nochmal die Spezies von Rivali? Die Vogelspezies, also diese. Menschenvogel, Vögel hier. Mir fällt schon wieder ein. Oh Mann. Gerudo jedenfalls, das muss ich mir merken. Okay. Dann mal weiter im Programm. Sternensplitter, nice. Schmorkrabbe. Das klingt lecker. Lettner Schaden um 5% reduziert. Oh, das ist nice. Ah ja, da müsste ich mehr Waffen auch noch duplizieren. Alles klar. Zuerst einmal möchte ich dir danken. Du warst uns eine große Hilfe. Obosa. Und nun zu Riju, nicht wahr? Ohne dich hätten wir sicher verloren. So viel habe ich gar nicht getan. Wir haben es gemeinsam geschafft. Nun, wir hätten uns auch ohne dich etwas einfallen lassen. Trotzdem gut, dass du dabei warst. Eine ganz neue Seite an unserem Recken.
Noch viel wichtiger ist jedoch, Prinzessin, was ist passiert in Schloss Hyrule? Also, mit Hilfe von Riju und Teba, die urplötzlich im Inneren der Titanen erschienen waren und dort Links Truppen verstärkten, gelang es Revali und Urbosa, sich in Sicherheit zu bringen. Als sie jedoch vernahmen, wie Zelda ihnen vom Fall von Schloss Hyrule berichtete, begaben sich Revali und Teba erneut ins Innere des Titanen Vamedo, um sich einmal mehr den vom Schloss herannahenden Wächtern zu stellen. Also dann, längst ist es überfällig, die Macht von Vamedo zu demonstrieren!